Alter, was geht ab, Leutonia? Heute mit einer Ankündigung. Und nein, nicht eine Ankündigung dazu. Das Video kommt noch auf jeden Fall. Beziehungsweise Videos. Also, es wird nicht einfach ein Video kommen, wo ich sage, hey, das könnt ihr gewinnen. Alle, die da mitmachen, einfach einen Kommentar und dann wird das ausgelost oder so. Natürlich nicht, denn ich stehe auf Rätsel, ich stehe auf Escape Rooms, ich stehe auf Schnitzeljacken, ich stehe auf Animes. Oder Anime, ohne S. Und zum Beispiel Detective Conan natürlich, dementsprechend mache ich euch das natürlich nicht so leicht. Aber ist auf jeden Fall geplant, das wird kombiniert mit dem 30.000 Abo Special. Jetzt haben wir schon 31 gleich. Aber 30.000 Abo Special, dazu habe ich mir nämlich was überlegt, und zwar will ich 3 Videos machen. So im Stil von, wo kennt ihr diese Weihnachtsgeschichte mit diesem alten Opa, der voll böse ist, wo dann die Geister zu ihm kommen. Einmal Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Genau so ein Video will ich machen. Einmal die Vergangenheit, also der Weg bis hierher, weil viele fragen mich, warum, wie bist du überhaupt auf YouTube und sowas gekommen. Dann Gegenwart, da könnt ihr wahrscheinlich Fragen stellen, Q&A-mäßig. Alle Fragen, die jetzt so auf Lager sind, werde ich dann beantworten. Und dann Zukunft, wo ich halt über die Zukunft rede, meine Pläne, meine Einstellung zu YouTube und so weiter und so fort. Und in den 3 Videos kann ich schon mal verraten, werden jeweils Hinweise gedroppt für dieses schöne Teil hier. Das ist auf jeden Fall super, also vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall. Und natürlich, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, lohnt sich vorbeischauen auch. Und natürlich ein Like, Kommentar und Abo oder die Glocke aktivieren, das unterstützt mich auch. Aber was ich eigentlich ankündigen wollte ist, es ist ja der 1. Dezember und falls ihr euch mit YouTube auskennt, dann wisst ihr Bescheid, dass im Dezember es besonders profitabel ist, Videos hochzuladen, denn der CPM ist krass. Weihnachtszeit, die Firmen stecken mehr Geld in Werbung rein, weil Weihnachtsgeschäft und so. Und ihr seht das ja auch an den normalen YouTubern, die ihr verfolgt, die richtigen YouTuber. Zum Beispiel die, die nicht regelmäßig oder täglich hochladen, dann auf einmal plötzlich irgendwelche 24-Challenges oder Kalender-Challenges machen, Weihnachtskalender und da dann jeden Tag auf einmal ein Video raushauen, wo die normalerweise eins in einer Woche oder zwei machen. Das liegt daran, dass hier das Video jetzt im Dezember richtig krass abgeht und besonders viel Geld bringt. Aber dadurch, dass ich eh jeden Tag ein Video mindestens raushaue, ist das natürlich jetzt keine Änderung für mich. Deswegen habe ich mir überlegt, deswegen die Ankündigung, ich hau 2 Videos am Tag raus. Habe ich aber auch hier und da schon öfters gemacht, also aber jetzt nicht 24 Tage am Stück. Das wird echt eine Challenge. Klar, jetzt wegen dem Weihnachtsbonus, wegen dem Weihnachtsgeld, sag ich mal. Aber auch eine persönliche Challenge da. Also, es ist schon eine Challenge an sich, jeden Tag ein Video hochzuladen, aber da 2. Das wird eine persönliche Challenge, die ich gerne annehme. Aber mit dem Gedanken spiele ich eh schon länger. 2 Videos habe ich auch schon hier und da immer ausprobiert und wenn die Zeit da ist, mache ich das auch gerne. Und zwar ist halt immer so, ich habe ja normal den Vlog, Pokémon Go technisch, Spiel und sowas. Das ist halt dann ein Video. Und dann natürlich ein zweites Video habe ich immer versucht so zu gestalten. Das ist so der theoretische Teil, sage ich mal, wo ich irgendwie so ein React mache oder eBay-Format oder irgendwas zeige, Sammlungen oder sowas. Weil sonst kommt man ja gar nicht mit den ganzen Ideen hinterher. Also ich habe eine Liste mit Sachen, die ich noch machen will. Aber wenn ich jeden Tag nur ein Video raushaue, dann wird diese Liste ja nie bearbeitet, weil ich habe ja jeden Tag immer noch den einen Vlog. Deswegen ist es auch nochmal eine gute Gelegenheit. Und zusätzlich, weil das zweite Video noch nicht reicht, habe ich mir auch noch überlegt, jeden Tag zu streamen. Bis zum, also nicht 24., weil da ist Weihnachten, da werde ich wahrscheinlich nicht streamen. Aber bis zum 23., das heißt 23 Tage am Stück. Heute ist eh Sonntag, also heute würde ich eh streamen, zu streamen. Es sei denn, es passiert irgendwas, wo ich halt nicht streamen kann, aber ich versuch's noch als extra oben drauf, weil streamtechnisch geht's ja momentan auch richtig gut ab eigentlich. Wir haben jetzt auch eine Menge Kanalmitgliedschaften und so und da ist der Support auch richtig krass. Also können wir das auch noch mal ein bisschen ausarbeiten. Da hatte ich mir auch überlegt, nach dem 23. dann bis zum Neujahr Pause zu machen, gar nicht zu streamen und da Sachen verbessern, weil hatte ich schon länger vor, aber man kommt halt nie dazu. Normal ist es halt so, ich komme irgendwie nach Hause, habe gerade noch Zeit zum Essen oder kurz pinkeln zu gehen und dann starte ich auch schon den Stream. Und wenn ich jetzt so eine gewisse Zeit Pause mache, also nach dem 23. bis zum Neujahr, kann ich Sachen verbessern und da die ganzen neuen Sachen integrieren für den neuen Stream dann im neuen Jahr. Also auch das würde ganz gut passen und auch da würde es mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Wir haben immer eine lustige Zeit zusammen. Die ist echt lustig, die Zeit. Ansonsten vielleicht noch der Shop. Ich mache sehr, sehr selten Werbung für den Shop. Abgesehen davon, dass ich es halt persönlich trage, hat es mir einfach taugt. Und dass ich es am Ende erwähne, check den Shop ab, aber am Ende hat eh schon 90% der Leute abgeschaltet. Viele haben jetzt gefragt bezüglich dem Shop.
weil zu Weihnachten wollen sie das irgendwelchen Leuten schenken oder sich selber kaufen. Die Sache ist, ihr müsst zuerst das Motiv auswählen, dann wählt ihr aus, ob es ein Shirt oder ein Pulli oder ein Hoodie sein soll. Weil viele sehen, also, soll ich es nochmal einblenden? Wenn ihr auf meinen Shop geht, seht ihr halt die Motive und ihr seht ein Shirt. Das Shirt ist halt nur dazu da, um das Motiv darzustellen. Aber ihr wählt zuerst das Motiv aus und dann wählt ihr aus, ob es ein Shirt, ein Hoodie oder ein Pulli sein soll. Das verwirrt manche, weil die sehen, oh, nur Shirt, wo sind die Pullis? Aber das wählt ihr erst aus, nachdem ihr das Motiv ausgewählt habt. Und ich muss mal schauen, vielleicht mache ich auch irgendeine Rabattaktion, wo es schon sehr schwierig ist, weil ich habe eh schon, ich glaube, eine der niedrigsten Preise, die überhaupt gehen. Weil noch niedriger und ich verdiene dann echt gar nichts mehr an dem Pulli oder an dem Merch. Aber mal schauen, vielleicht lässt sich da was machen, weil hey, es ist Weihnachten. Ansonsten könnt ihr unten auch in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen würdet, weil ja, ich brauche noch 24 Videoideen dann. Ich habe zwar noch ein paar auf Lager, wie, keine Ahnung, Pokédex, wollt ihr ja sehen. Ich habe den ersten Gen 1 Kanto habe ich gezeigt. Jetzt kommt dann natürlich Gen 2, vielleicht auch noch Gen 3, aber wir wollen uns ja nicht zu sehr wiederholen. Ein paar Reactions kommen dann auch mal wieder. Aber ihr könnt auf jeden Fall unten in den Kommentaren ein paar Vorschläge machen, was ihr gerne sehen würdet. Wollt ihr nochmal alle meine Shinies sehen? Komplett, also nicht nur die Luckys, habe ich ja gestern hochgeladen. Wollt ihr alle meine WP-stärksten Pokémon nochmal sehen? Ein Update. Das letzte kam auch schon vor fast einem Jahr. Da habe ich alle meine Pokémon gezeigt von Letterking, WP 4000 irgendwas, bis runter auf 2,5 oder so. Das kann ich gerne nochmal zeigen, ein Update. Was weiß ich. Also da könnt ihr auch nochmal ein paar Vorschläge machen und ein paar Reactions werden auch kommen. Ich habe mir, also, ich weiß gar nicht, wieso ich nicht auf die Idee gekommen bin. Aber eines meiner krassen Videos oder Kooperationen ist ja mit Julian gewesen. IV Battle. Und wieso habe ich noch nicht auf das IV Battle reagiert? Das wird auf jeden Fall auch noch im Dezember kommen. Auf Match 1 und Match 2, also Gen 1 und Gen 2. Eins war ja auf seinem Kanal, eins auf meinem. Das wird auch auf jeden Fall kommen, darauf freue ich mich sehr. Wird auf jeden Fall eine lustige Zeit. Also ich will jetzt nicht nur einfach Videos raushauen, weil mehr Geld oder so. Sondern auch ein paar Sachen abzuarbeiten, vor allem jetzt noch in diesem Jahr. Viele Ideen, die jetzt noch, oder viele Sachen, die ich euch noch zeigen will. Und die Gelegenheit halt nutzen. Also es wird jetzt meiner Meinung nach, viele sagen, oh, das ist voll der Müll. Aber meiner Meinung nach nicht nur Müll-Content, also, sondern echt Sachen, die ihr auch sehen wollt, hoffentlich. Ja, das war's mit der Ankündigung. Wir sehen uns heute Abend im Livestream. Ab 21 Uhr sind wir immer live, bis 22 Uhr. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab, nicht vergessen, erstes Motiv auswählen, dann Shirt, Pulli oder Hoodie. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.